Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Powerpuff Girls Defenders of Townsville. Mein Name ist DTP und ja, Hallöchen zur späten Stunde. Ich weiß gerade gar nicht, wann es da ist eigentlich. Egal, ja, neues Spiel kam am 14. März raus, also ist doch recht neu. Ist, glaube ich, das neueste, das Let's Play, wo ich wirklich mal als neuestes irgendein Spiel spiele. Kleiner Tipp vorab, man kann das Spiel komplett mit Controller spielen und wenn ihr nochmal einen hochdrückt und jetzt auf A bzw. bestätigen drückt, kommt ihr auf eine Internetseite, also das lieber nicht tun. Ich habe das Spiel schon mal ganz kurz angespielt, einfach nur zum Testen, habe es aber noch nicht weit gespielt. Ja, wir nehmen normal und ich merke gerade, dass die Lautstärke ein bisschen zu laut ist. Hier, da sieht man das. Ich war nicht wirklich weit. Ich überlege gerade, ob ich meine Kopfhörer irgendwie anders anstecke. Aber ich lasse es lieber so. So, Safe Slot 1. The city of Townsville. A hustling, bustling metropolis full of... Wait, that's a little too much hustle and bustle. What's Mojo up to? What is it, Mayor? Mojo Jojo again? We're on our way! You seriously think you can beat us with those puny robots, Mojo? Ah, we could trash those tin cans in our sleep. Yeah! If we could sleep through all that noise! Ha! The robots were just to attract you here, which as you can see, they have done with the utmost efficiency indicated by your current presence in this location right this moment. But now, I, Mojo Jojo, will finally defeat you, the Powerpuff Girls, once and for all! For what good are superpowers if you cannot remember how to use them? Remember? What are you... Say it ain't so, Mojo. The Powerpuff Girls have lost all knowledge of their powers. This is looking like a bad day in Townsville. Whoa, what happened? When I find Mojo, I'm gonna punch him so hard he'll... wait. Ja, da sind wir jetzt mit Buttercut in einer tiefen Höhle mit einer wunderschönen 8-Bit-Musik, muss ich mal sagen. Wie man jetzt im Video schon gesehen hatte, die Powerpuff Girls, Blossom Bubbles und Buttercup haben alle ihre Fähigkeiten durch Mojo Jojo verloren. Und ich muss hier, glaube ich, echt mal die Lautstärke für mich ein bisschen runterdrehen, da ist es mir doch gerade ein bisschen zu laut. So, genau. Haben alle Fähigkeiten verloren und so weiter. Wir haben jetzt gerade wieder eine Fähigkeit gelernt und zwar das Schlagen. Ja, wir können jetzt gerade wirklich nur von links nach rechts laufen und links und rechts schlagen. Mehr können wir jetzt gerade echt nicht. Das ist auch für mich eben beim Testen sehr merkwürdig gewesen. Gerade weil ich mir mal einen kleinen Trailer zu dem Spiel angeguckt hatte, beziehungsweise einen Gameplay-Trailer, und hatte gesehen, was der da alles so cool, cooles Zeug so konnte. Ja, ja, was soll man dazu sagen? Spiel wurde entwickelt von Radiant Games. Publisher war in dem Fall natürlich Cartoon Network Games. Ist ein Action-Abenteuer-Spiel. Boah, ist leider komplett auf Englisch, also ohne deutsche Untertitel oder sowas. Und hier haben wir jetzt ein Herzmodul. Wenn wir drei mehr davon sammeln, geht da oben unsere Herzzeile voller. Wofür die andere Zeile ist, das werdet ihr noch lernen in den nächsten Folgen. Hier sieht man jetzt eine Wand, die man so nicht aufkriegt, außer man macht diese roten Schalter kaputt. Ich glaube, jetzt nehmen wir schon unseren nächsten Move. Automap, genau. Wir haben jetzt eine Map. Map die Karte, wenn wir Start drücken. Also ich habe es ja wirklich nur mal kurz angespielt und ich finde es eigentlich ganz cool. Und hier habe ich jetzt meinen ersten Treffer eingesteckt. Das ist doch toll, oder? Ja, wer kennt nicht unsere drei süßen Powerpuff-Mädchen? Ich überlege gerade, damals die Serie, Erstausstrahlung war, glaube ich, irgendwas im Jahre 2001. Mehr weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es waren 60 Folgen.
Folgen oder so. Ich kann mich jetzt aber auch irren. Ich weiß nur, dass es auch mehrere Staffeln gab. Bin mir jetzt aber sicher, es können auch mehr Folgen sein. Wie das hier aufgeht, weiß ich selbst nicht. So weit habe ich noch nicht gespielt. So, laufen wir doch einfach mal in die nächste, ja, in dieses nächste Areal. Heute auch mal ohne Alkohol. Es ist doch ein Wunder, oder? Ich habe zwar vor mir Alkohol stehen, aber ich habe gedacht, hey, nee, du trinkst mal jetzt nicht. Das ist doch auch mal was. Etwas, was man selten sieht bei mir, wenn ich zocke. Also Leute, die meinen Kanal jetzt schon länger abonniert haben, werden bestimmt auch sagen, Mensch, was? Kein Alkohol? Das ist ja unglaublich. So kennt man diesen Jungen ja gar nicht. Ja, hier wieder ein bisschen Leben eingesammelt. Ich überlege gerade, ich glaube, das können wir zurückschlagen, genau. Auch total cool. Ja. Ich weiß noch nicht, wie es später ist, ob wir dann da auch zu den anderen einfach wechseln können oder ob jeder so seine bestimmten Level hat. Also da kann ich euch leider noch nicht so viel zu sagen. Und wir können fliegen. Ich wollte sagen, und schon kriege ich den ersten Treffer oder was? Also jetzt im Flugmodus. Bam, bam. Enemies cleared. Ja, ich weiß noch nicht wirklich, wie lange dieses Let's Play ist. Und hier haben wir ein Save Point. Game saved. Ich weiß auch leider wirklich nicht, wie lange das Spiel so geht. Ich habe es mir irgendwie jetzt für, ich glaube, 5,99 oder so gekauft. Hatte eigentlich vor, erst ein anderes Spiel heute Abend aufzunehmen. Hatte mich dann aber doch zu diesem umentschieden, weil ich dachte, hey, Powerpuff Girls, voll cool und so. Ist auch immer noch so mein Gedanke. Ja, ich glaube, das war jetzt der erste Treffer im Flug. Mann, das ist schade. Man kann das hier auch bestimmt schaffen, ohne einmal getroffen zu werden. Okay, das war cool. Bam, bam. Das Problem, was wir jetzt haben, da wir jetzt fliegen können, haben wir natürlich übelst viele Möglichkeiten, wo wir hier hin können. Und das ist schon ganz schön heftig, was hier für Möglichkeiten sind. Ich kann ja auch mal sagen, also ich habe es bis zum ersten Bosskampf, glaube ich, also wenn man das Bosskampf nennen kann, habe ich gespielt. Oh, cool. Ein Booster-Modul hatte ich noch nicht gesammelt. 9 Stück noch und dann haben wir, ja, eine längere Booster-Anzeige. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es richtig ist. Aber was haltet ihr denn bisher zur von der Musik? Das ist doch echt schön, oder? Ich finde auch diesen Grafikstil schön eigentlich. Das ist ja der moderne Grafikstil. Man kann irgendwie auch noch den klassischen Grafikstil freispielen, wenn ich das richtig gesehen hatte, beziehungsweise gedeutet habe. Ich habe doch zugeschlagen. Mann, Mann, Mann. Ja, diese Kisten mache ich eigentlich nur kaputt in der Hoffnung, dass da vielleicht nochmal irgendwas Cooles drin ist, was mir Leben gibt. Aber bisher kam da noch nicht so wirklich was Cooles raus, ne? Hey, noch eins, glaube ich. Genau, eins noch und dann haben wir endlich unser Dingen voll. Hier, Leben. Wir gehen einfach mal hier oben lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Boah, ist ernsthaft. Ich bin gerade gefreut, Mensch, endlich wieder Leben voll und dann jetzt sowas. Das ist traurig. Moment, ist das hier nicht der Anfang? Ich meine zu wissen, dass es der Anfang ist. Wenn ja, dann war nämlich oben am Start noch so ein Ding. Nee, war nicht der Anfang. Mir gefällt die Musik, bin ich ganz ehrlich. Ist genau mein Stil. Ja, hier ist doch der Anfang, ja. Zack, Lebensleiste maximiert. Beziehungsweise das Maximum ein bisschen erhöht, ne? Ein bisschen, Mensch. Wieso lispel ich denn? Geht ja wohl gar nicht. Oh, neuer Gegnertyp. Hui. Hey, der hat meinen Block hier aufgemacht. Damage Reduction, ja, danke. Das hatte ich vorhin, glaube ich, nicht eingesammelt.
Oh, wir können Booster ausrüsten im Pausemenü. Power Punch, Automap, Fly. Können wir. Ja, wie ist es jetzt ausgerüstet? So. Ich mach's jetzt einfach mal so, was? Exit to Menü? No. Falsche Taste gedrückt, Mensch, ne? Das geht ja wohl gar nicht. Ich kann über die Decke gucken. Das ist unschön. Aber okay. Gucken wir doch mal weiter. Wenn wir schon gucken können, ne? Oh, da kommt ein Gegner. Hui. Zack. Bam, bam, bam. Also der Anfang ist wirklich noch sehr simpel gemacht. Man fliegt hier ein bisschen rum, sammelt seine Fähigkeiten wieder ein, schlägt nebenbei ein paar Gegner kaputt und geht von Raum zu Raum und kommt halt so langsam mit der Steuerung klar. Ist eigentlich ganz nett. Ja. Und man lernt schon mal, was so diese Gegnertypen für Moves drauf haben, um einen zu nerven. Ach, an so einen Zacken kannst du nicht vorbei, ja? Aber du kannst über die Decke gucken. Das werde ich mir merken, Buttercup. Wer von euch hat denn eigentlich alles damals die Powerpuff Girls in meinem Fernsehen geguckt? Oder wer hat vielleicht sogar den Film geguckt? Weil die haben ja auch einen eigenen Film bekommen. Den habe ich zum Beispiel noch nicht geguckt. Das würde mich mal interessieren. Also schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Yay, Kommis sind voll toll. Hui. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es keinen deutschen Untertitel bekommen hat, das Spiel. Aber so, es gibt ja hier eh nicht so viel, was man jetzt lesen müsste. Es erklärt sich ja eigentlich vieles selbst. Und ich glaube, jetzt lernen wir was Cooles, und zwar unseren ersten Schuss. Yay. So, da oben kommen wir nämlich jetzt nicht mehr lang, also gehen wir jetzt hier lang. Hui. Was noch ein bisschen schade ist, wir werden, wenn ich das richtig verstanden habe, immer schießen, was mich ein bisschen stört, weil die Energie ist ja auch nicht endlos. Dafür ist nämlich diese schöne Sternenanzeige. Weil egal, ob wir ganz nah an ihm dran sind oder nicht, wir schießen heimlich immer. Aber ich sag mal so, es ist ja auch so nicht schlimm, nur ich befürchte, dass wir damit irgendwann mal auf die Fresse fallen, wollte ich gerade sagen, aber das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Ja, so gesehen, irgendwann mal dran verzweifeln werden, weil wir einfach keine Energie mehr haben werden. Na komm. So, das ist natürlich der Schalter für das, die Barriere, die wir unten gesehen haben, ist ja, denke ich, klar. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, du kannst das ja jetzt nur schon so gut, weil du es jetzt selbst schon einmal angespielt hast. Ey, Leute, ich weiß trotzdem nicht, wo alles ist. Guckt euch doch mal diese Tunnelgewölbe an, die kann doch sich kein Schwein merken. Oh, hier, das ist unsere Energie übrigens. Ich muss mal kurz gucken, da haben wir alles, da gibt es noch was, da war der Speicherraum. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Jetzt sind wir in einem neuen Bereich, okay. Gibt es hier noch irgendeinen Ausgang? Weiß man nicht, okay. Aber das sieht mir irgendwie nach dem Anfang schon wieder aus. Das ist auch der Anfang vom Ende. Yay. Poesie ist immer toll. Ich mag Poesie. Ich will ein Poesie-Album von Spider-Man haben. Ich müsste echt mal ein Spider-Man-Let's Play machen. Fällt mir jeden Abend ein. Ja, ich denke jeden Abend drüber nach. Mensch, eigentlich müsstest du mal ein Spider-Man-Let's Play machen. Da habt ihr richtig gehört. Ich muss mal sagen, es ist kein Wunder, wenn mir irgendwann mal die Schüsse ausgehen. So verschwenderisch, wie ich damit bin. Da ist eine Luke zu einem nächsten Bereich. Genau, wir sind hier nur da oben links. Oh, neue Fähigkeit. Den Dash. Jetzt können wir uns richtig schnell bewegen.
Haha. Ach so, ja. Wuhu. Das würde eigentlich einen Erfolg geben. Das habe ich vorhin schon mal durch. Wenn man irgendwie da durch diesen Dingern kaputt geht, dann kriegt man einen Erfolg übrigens. Fand ich voll lustig. Hahaha. Ha, ha. Trotzdem könnt ihr mir mal wieder Leben geben oder sowas. Allein schon, weil ich hier alle Enemies geklärt habe. Und ich finde das so schön, dass sie jetzt hier auch diesen schönen Flugschweif hinter sich herziehen. Voll toll. Ich mag sowas. Also wenn Leute fliegen und so einen Schweif haben, ist das cool. Und außerdem verstehe ich immer Shiggy, wenn sie diesen Einschlag macht. Da, Shiggy. Shiggy. Ich verstehe das Shiggy. Warum? Vielleicht sagst du es sogar wirklich. Das wäre cool. Ja, hier kommen wir leider noch nicht ran. Da liegt endlich mal wieder Leben. Wir bleiben einfach mal kurz hier. Wir sind voll feige. Wir versuchen mal da so vorbeizukommen. Hm. Irgendwas haben wir eingesammelt, ich weiß nur noch nicht was. Ist ja nicht so schlimm, ne? Haben will. Ah, das sind jetzt diese Dinger. Die springen uns entgegen. Voll toll. Ach, Leben. Und man sieht schon, uns geht langsam aber sicher. Ja, die Energie aus, wollte ich gerade sagen. Aber irgendwie kriege ich genau in diesem Moment auf einmal Energie. Ist natürlich klasse. So, und wir haben die nächste Fähigkeit. Laser Vision. Mit Y können wir dann wechseln. Da oben sieht man jetzt Laser Beam. Und da Energieblast. So, Laser Beam ist dann so ein dünner, schmaler Schuss, mit dem wir das hier immer noch nicht kaputt machen können. Ich weiß wirklich nicht, wie das weggeht. Bin ich ganz ehrlich. Ich würde es aber gerne wissen. Also, wenn ihr es jetzt schon wisst, dann schreibt es mir ruhig mal in die Kommentare, weil ich weiß es gerade noch nicht. Oh, durch den Speicherpunkt kriegt man wieder alles voll. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Heißt, wir sollten uns wirklich merken, wo die Speicherpunkte sind. Wenn die denn da jetzt dann trotzdem immer noch sind. Ja, sind sie. Das ist schön. Aber die Gegner sind dann auch wieder da. Das ist nicht so schön. Hui. 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 Da ist noch ein Eingang. Gucken wir mal, was da jetzt so drin ist. Was ist hier los? Wow. Kommt mir da einfach so ein Ding entgegen. Hallo? Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich aufmachen will. Puh. Boah, jetzt hört doch mal auf, bitte. Und so. Voll unschön. So, machen wir das auf. Und das andere machen wir, denke ich mal, durch das hier auf. Ja. Okay. Was bringt uns das jetzt? Achso, das ist einfach nur dieser Weg hier. Ah, okay, verstehe. Genau, alles klar. Dann gehen wir doch mal da lang. Und sehen natürlich gleich wieder hier, wie wir auf die Schnute bekommen sollen. Aufs München. Ich denke, ich muss jetzt wirklich auf meine Ausdrucksweise, glaube ich, achten bei den Let's Play. Allein schon, weil hier vielleicht auch mal das ein oder andere Kind zugucken wird. Das ist ja auch so eine Geschichte. Man muss ja dann aufpassen bei manchen Spielen, was man sagt. Ich kann ja jetzt nicht sonst was erzählen. Mann, Mann, Mann. Also wird gar nicht so lustig, wie ich es mir gedacht habe. Aber ich habe trotzdem irgendwie Spaß an dem Spiel. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß. Endlich mal ein cooles Powerpuff Girls Spiel. Wenn ich daran denke, hier dieses Powerpuff Girls Dance oder wie das hieß, das fand ich, war nicht so toll. Hatte natürlich auch seine Vorzüge, aber vorzüglich fand ich es nicht. Oh, da ist was. Haben will. Aber da muss ich dann den unteren Weg, wo ich aber diese eine Fähigkeit brauche. Okay.
Ah, ich muss nicht mal unbedingt dann nach links oder rechts gedrückt halten, wenn ich so das mache. Durch diesen Dash, ich muss einfach nur diese Dash-Taste, also diese Sprint-Taste, was laber ich? Wieso lispe ich denn jetzt so? Ich muss einfach nur diese Sprint-Taste gedrückt halten und den Rest erledigt sie dann von alleine. Das ist natürlich auch schön zu wissen. Ich krieg's doch kaputt. Ui. Ist, glaube ich, echt mal ein ganz anderes Spiel, was ich hier spiele. Wenn man sonst meine Let's Plays so mal beachtet, was ich sonst immer so für Spiele spiele und jetzt auf einmal sowas. Das ist echt ein bisschen merkwürdig, um ehrlich zu sein. Und da links so irgendwo ein Speicherraum sein. Warum ist hier schon wieder ein Speicherraum? Drehen wir uns im Kreis? Kann das sein? Ich glaube, wir gehen die ganze Zeit hier im Kreis, ja. Genau, links ist wieder dieser eine Speicherraum da. Ich erinnere mich. Wo war jetzt? Das ist da. Okay, ich bin dann also hier voll falsch. Dann gehen wir nochmal zurück. Hui. Nee, ich glaube, ich musste hier oben lang. Ich ignoriere die Gegner einfach mal. So, zack, zack. So, hier haben wir unseren Dash bekommen. Hui. So, genau hier war das Ganze. Weil wir wollten nämlich noch da unten dieses Ding kaputt machen, damit wir auch jetzt nochmal weiterkommen. Obwohl ich gerade überlege, ob wir nicht vielleicht mal kurz abspeichern gehen, damit meine Anzeige da wieder voll ist. Bin mir aber gerade echt unsicher. Aber okay, würde ich sagen, wie es da oben weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play The Powerpuff Girls Defenders of Townsville. Mein Name ist EdithDP, ich sag Dankeschön fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Tschüss.